Verzweifeln ist eine Variante, ja. Aber nicht meine. Meine Antwort ist sicher, die aktiv zu sein und etwas gegen die Dinge zu sagen. Nachdem ja vielleicht nicht Fasching Kirmtag ist, aber das ist fast so ähnlich. Mal sehen, wie lange wir heute für 4 Kilometer brauchen. Eingestiegen bin ich als Lehrerin, ganz banal. Also ich bin keinen geraden Weg gegangen. Ich habe immer wieder Brüche. Oder vieles fühlt sich dann zerbrechlich an, klar, wenn du etwas hinter dir lässt oder aus etwas herausgehst. Aber es waren ganz notwendige und wichtige Schritte für mich. Und also ich hatte schon immer so idealistische Vorstellungen auch der Weltveränderung und Verbesserung etc. Aber auf der anderen Seite dann auch immer wahrnehmen müssen, dass ich, ob ich jetzt in einer Institution bin, noch dazu als Frau, also innerhalb der Kirche, katholische Kirche, null Möglichkeit habe, tatsächlich etwas zu verändern, sondern du stehst dann einfach an. Bis ich das kapiert habe, hat es einfach unendlich lang gedauert, bis ich dann endlich kapiert habe, nein, also da musst du raus, das kannst du nicht, das kannst du auch nicht so weitertragen, weil das geht ja in eine Richtung, die ich ja so nicht weiter unterstützen will. Ich würde gerne unser Gespräch jetzt da in das Mai beginnen, rund um die Dose. Ja, ich habe den heutigen Standard genommen. Die Titelseite, weil das ist, also das Blatt einfach genommen, ist ja passend. Die Absurdität des Krieges als Satire, Inszenierung in Salzburg, also ja. Und dann auf dieser Innenseite, die da quasi weitergeht von dieser Titelseite, wir brauchen keine Genderpolizei, es geht ums Binnen-I. Also ich habe das alles sehr treffend gefunden und ich habe mir in der Vorbereitung gedacht, ich werde das Titelblatt einer Tageszeitung nehmen und das von außen verwenden und es stimmt einfach. Ja, der Krieg, etwas total Schreckliches, Männliches, meist von Männern initiiertes und dann die Absurdität des Krieges als Satire auch wieder von Mann über Männer inszeniert. Also irgendwie ganz passend so die Dinge. Passend im Sinne von Dinge, die mich aufregen, ärgern, wo ich immer was tue und so im Heute was tue. Willst du uns etwas vom Inneren deiner Dose zeigen und preisgeben? Was habe ich reingegeben? Ich habe Rosenblätter von Balkonien habe ich drin. Von Balkonien. Die selbst getrockneten Rosenblätter, die ich da ganz schön finde. Und ich würde mir das wünschen, ein Stück weit auf Rosen gebettet zu sein. Auch passend meinem Namen, aber dieses Rosenbett soll auch gut sein für meine Partnerin und mich und eigentlich so für die Gemeinschaft, die mich umgibt. Was ist denn dieser Traum, dieses Bild, das du uns sozusagen durch die Dose symbolisiert, mitgeben magst? Ja, das ist eigentlich etwas, was mich eh schon lange, lange begleitet, diese ein Stück weit gerechtere Welt. Dann habe ich so den Traum von einer gerechteren, gleichwertigeren Welt, wo jede Einzelne wirklich die Chance hat, sein Leben zu leben. Den Traum, dass wir den Hunger auf dieser Welt beenden. Also jetzt rein den wirklich existenziellen Hunger, weil ich glaube einfach jeder Mensch, der geboren ist oder der sein Leben gestalten möchte, also der das auch möchte, der soll diese Möglichkeit dazu haben. Das wäre schon etwas, was. Aber da habe ich sehr früh, diesen Traum habe ich eigentlich sehr früh gehabt und mich deswegen auch immer wieder engagiert. Oder es gibt auch ganz banale Dinge. Also ich würde mir auch wünschen, oder ich träume auch davon, dass es ein großes Stück mehr an Achtsamkeit und an gegenseitiger Wertschätzung gibt, um alte Konflikte oder alten Ballast, der mitgeschleppt wird im Denken, in Bezug auf Vorurteile, in Bezug auf Verhalten auch, dass das über Bord geworfen werden könnte oder gelassen werden kann oder losgelassen werden kann. Wenn du mich mitnimmst in deine Welt, so dass ich mir es vorstellen kann, also durch welches Tor beschreiten wir diese Welt,
eine Tür, die einfach aufgeht, wie, mhm. wie ihr hier die Tür aufgemacht habt bei einem kleinen Ei. Mhm. Das kann jedes Gartentor sein, das mhm. wir da nebenan gesehen haben, oder auch meine mhm. Haustüre. Und die dich einlädt, dass du da weitergehst. Die dich einlädt und dich ein Stück auch neugierig macht. Wäre das der Eingang so quasi in den Park oder in eine Stadt oder in ein Zimmer? Oder also wäre das so quasi, nur dass ich weiß, wie ich mich jetzt da sozusagen ein bisschen... Also ich denke, wir würden sofort auf der grünen Wiese landen. Okay. Und das ist angenehm weich. Das ist jetzt da, ganz klar da. Okay. Also ich gehe raus und wir gehen da auf der Wiese spazieren, einen Bach entlang, einen Fluss entlang. Und ich würde dich fragen, was kannst du gut, was möchtest du machen, wer bist du? Mhm. Das, die Fragen, die du mir heute auch gestellt hast, im gewissen Sinne. Also wer bist du und wie möchtest du dich einbringen in diese Gesellschaft? Und ich glaube, jedem oder jeder, dem wir diese Frage stellen und sie ernst annehmen und anhören und dann auch die Möglichkeiten eröffnen, dass das, was du gut kannst oder was du gern tun, ausprobieren möchtest, dass du das auch tun kannst. Ich denke, dann sind wir wahrscheinlich auf einem interessanten Weg unterwegs. Da sehen wir etwas, wo ich sage, das ist ganz typisch für diese Welt, in der du gerne leben möchtest. Ich sehe viele bunte Menschen. Okay. Damit meine ich alle Hautfarben. Okay. Alle Altersunterschiede, Altersschichten, wie heißt das? Und freudige und fröhliche Menschen sind. Und Menschen, die einem offen entgegenkommen und dich auch einladen, ob du da ein Stück des Weges gehst oder, oder dich einladen, etwas zu essen oder dich einladen, in den Hut zu setzen zum Picknick. Was würde mich möglicherweise besonders erstaunen oder besonders berühren oder besonders faszinieren, was ich so quasi wirklich sage, also wenn ich viel vergesse, aber das vergesse ich nicht, das ist ganz zentral in diesem, in dieser ich glaub, Welt anders oder neu. Diese Herzlichkeit und Gastfreundschaft und ein Willkommensein und ein Angenommensein. Okay. Ich glaube, es wird so eine Mischung sein aus gut angenommen sein und neugierig oder diese Zugehörigkeit, auch das Interessiertsein, das wäre eine spannende Sache, da würde ich gerne auch mit dazugehören oder das weiter verbreiten aus dieser Welt. Wo es einfach egal ist, jetzt, ob Mann und Frau zusammen ist, ob Frau und Frau zusammen ist, ob Mann und Mann zusammen ist oder was immer, wo alles Platz hat, wo alles sein kann und auf einer gleichmäßig wertschätzen, also auf gleichermaßen gewertschätzt. Alles andere. Ich würde gerne die Dose verschließen. Und in Wirklichkeit möchte ich gerne, dass du sie verschließt. Die haben ja diese wunderbare Maschine, wie wir schon wissen. Super! Ich habe noch nie eine Dose verschlossen, glaube ich. So, glaube ich, ist richtig, gell? Ja. Bis dann, gute Zeit. Aha. Okay.